Der TSV Harzberg zu Gast bei der WSG Tirol und die Ausgangslage ist klar. Für die Gäste reicht ein Sieg für den Einzug in die Meistergruppe. Die WSG will ein erstes Mal im heurigen Jahr punkten. Wir springen vor in Minute 35, eine Schlüsselszene der Partie. Dominik Frieser trifft Thomas Geris mit dem Fuß im Gesicht und ohne lange zu überlegen erzückt Schiedsrichter Ebner die rote Karte. Die WSG mit einem Mann mehr. Für Geris nimmt das Startelfdebüt schon früh ein schmerzvolles Ende. Kurz vor der Halbzeitpause, Sulzbacher mit dem weiten Einwurf und dann kommt der Ball zu Matthäus Daferna, der Führungstreffer, und da fällt einiges an Ballast ab, Daferna mit seinem ersten Treffer in Grün-Weiß und bei der WSG kommt Euphorie auf. Nur wenige Sekunden später hat dann Nick Prellet die dicke Chance auf das 2:0. Er scheitert aber nach einem Alleingang an Sallinger im Tor der Harzberger. Nach dem Seitenwechsel erwischen erneut die Tiroler den besseren Start. Nach einer Großchance von Sulzbacher, die nicht genutzt wurde, darf dann nochmal Kofi Schulz jubeln. Prellet legt ab, Üstindag verfehlt und Schulz trifft. Der Jubel dauert aber nicht lange an, der VAR prüft und sagt dann Abseits. Damit bleibt es beim 1:0 Erfolg für die WSG Tirol, wichtig für die Tabelle, aber mehr noch Balsam für die Fußballseele.